Junior und Ben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Hauptquartier der Spaßgesellschaft mit UNO-Mandat hier in Camp Mülheim. Danke sehr aufmerksam. Sie haben es sicher in einer der zahlreichen Sondersendungen mitbekommen, meine Damen und Herren, der Krieg im Irak dauert jetzt doch länger als ursprünglich geplant. Die Iraker leisten Widerstand. Allerdings, wie Donald Rumsfeld sagt, es ist nur der alte Irak. Ja, dass Sie da bitte in Zukunft darauf achten, wenn Sie das live morgen sehen. Wir haben erfahren, der amerikanische Präsident, unser Freund George W. Bush, schaut überhaupt kein Fernsehen. Und das heißt, er hat vielleicht noch gar nicht mitbekommen, dass der Krieg schon läuft. Er muss das jetzt durchziehen. George Bush muss diesen Krieg zu Ende führen, weil er hat ja keinen Sohn, der das für ihn machen könnte. Helmut Zerlett und Ben! Heute Abend haben wir einen wunderbaren Gast, meine Damen und Herren. Er ist zum ersten Mal bei uns. Er ist Rechtsanwalt von Beruf und er hat eine Sensation geschafft. Nämlich auf einem der schwierigsten Slots, wie das in der Fachsprache heißt, Sendeplätze. Nämlich um 18 Uhr schafft er seit einigen Wochen Rekordquoten. Heute Abend bei uns Ingo Lenzen. Unser Liebling des Monats, Oliver Kahn, unser Liebling des Monats. Klar. Man sollte diese normal sehen. Man sollte die normalen Dinge in diesen Zeiten nicht vernachlässigen. So ist das. Obwohl mein Eindruck ist sowieso, es schauen überhaupt nicht viele Leute diese ständige Berichterstattung im Fernsehen über den Krieg an. Ich habe Samstagabend, lief ja Wetten, dass mit unserem lieben Freund Tommy Gottschalk. Und die ARD hat dagegen gesetzt, die hat völlig unsinnigerweise diese schöne Sendung Die Straße der Lieder abgesetzt. Wieso? Wir haben es doch empfohlen. Ja, aber es war ja nicht so gemeint. Ach so. Es war ja nur mehr, man könnte. Ja? Aber es hat sich ja bis dahin, es haben sich ja alle Gedanken gemacht, kann man, darf man, muss man, wie soll man reagieren? Vietnam. Ja? Und jetzt ist aber die Meinung, ich stelle jetzt fest, es gibt jetzt schon ein Schwenken von der Diskussion, ist dieser Krieg überhaupt zulässig, ist er völkerrechtswidrig, hin zur Diskussion, ist die Strategie denn noch richtig, die Amerikaner da anwenden? Es werden jetzt schon mehr Kriegsexperten, die eigentlich sagen, der Krieg an sich, der läuft jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, Basra. Basra geht vielen schon so flüssig über die Lippen wie früher, sagen wir, Goslar. Ja? Die Kämpfe um Basra scheinen doch länger zu dauern. Und so wissen Sie genaueres? Nein, auch nicht, aber ich sage es gleich wieder. Und wir werden das gleich machen, den großen Korrespondententest. Wie gut sind unsere Damen und Herren, die vor Ort aushalten? Denn das ist ja ganz wichtig. Ja? Und mein Eindruck ist, Wetten, dass 14 Millionen Zuschauer und eine Talkshow parallel dazu im Ersten, gerade mal 1,5 Millionen Zuschauer. Tja. Es sind zu viele Sendungen. Ich sagte, das Fernsehen macht diesen Krieg noch kaputt. Ach. Ja. Es ist wie im Fußball. Ab und zu mal ein Spiel schaut man gerne. Ja? Mittags Werder Bremen gegen Trabzonspor, 15 Uhr, guckt doch keiner. Und so ist es, der Krieg im Free-TV ist ein Fehler. Also Krieg bei Premiere. Der Krieg ist ein klassischer Fall für Pay-TV. Dass du sagen kannst, jawohl, ja, ich möchte, wer sehen will, soll zahlen. Der Krieg kostet 75 Milliarden Dollar, hat jetzt George W. nochmal einen Nachtragshaushalt beantragt. Hat der denn die Fernsehrechte da dran? Ja, wer hat eigentlich die Rechte an diesem Krieg? Das müssen wir auch mal fragen. Oder? Das ist doch im Fußball zum Beispiel, die Spitzenvereine, die kriegen ja noch was extra. So. Einer. Ja. Einer. Und hier in diesem... Wenn ich jetzt sagen will, wer Krieg will, ja, ich glaube, die Bayern haben übrigens, nicht, dass sie sagen, ich vergleiche die Bayern mit dem Krieg, das fiel mir nur gerade so ein. Die Bayern haben mittlerweile so viel Vorsprung, die könnten jetzt schon anfangen, Punkte zu verkaufen, oder? Ach so. Ja, dass man sagt irgendwie, Kali, hör mal, dir geht doch langsam der Arsch auf Grundeis. Ja? 3 Punkte, was zahlst du denn dafür? Ja, und dieser Krieg, stundenlang berichtet, ich meine,
Sonntag früh sitze ich zu Hause, nehme mein Diätfrühstück ein. Was sehe ich? Live-Übertragung von der Front. Das muss ich sagen, das hat es bei Hitler nicht gegeben. Ja? Oder? Damals, wer da Krieg sehen wollte, musste entweder teilnehmen, ja? Oder er ging einmal in der Woche ins Kino, Wochenschau. Ganz genau. Ja? Jetzt 4, 5 Stunden Live-Berichterstattung morgens. Und es ist zu viel. Es ist zu wenig Material. Man muss ja nicht gucken. Ja, aber du kannst, wenn du mal einschaltest, weil du irgendwie sehen willst, was macht die Börse zum Beispiel, was macht mein MacTech. Sonntags? Oder, bitte? Sonntags? Ja, Sonntag schalte ich ein, was macht die Quote. Ach so, ja, ja. So. Schalte ich ein, die Quote, bum, bum. Ja? Und das ist in spätestens 2, 3 Tagen durch die ganzen Sondersendungen wird das Interesse erlahmen. Man weiß nicht mehr, wer ist wo, was passiert genau, was muss ich denken. Ist die Strategie richtig? Darf ich dafür sein? Brauche ich ein UNO-Mandat? Muss ich auf die Straße? Dieses UNO-Mandat, irritiert Sie das auch so mit diesem UNO-Mandat? Ich sehe jetzt immer wieder so Pazifisten oder friedensliebende Menschen, die sagen, also mit einem UNO-Mandat wäre die Sache ja völlig anders. Was heißt das? Wenn die UNO sagt, schmeiß mal eine Atombombe, ist okay. Oder was heißt das? Heißt das das? Wenn sich die Völker der Erde auf ein Ziel einigen, ja. Gut, die Völker der Erde machen ja mittlerweile auch, was sie wollen. Oder? Ja, ohne. Auf ja, wen hören eigentlich die Völker der Erde? Hört doch mal die Signale. Ja? Auf wen hört. Ich habe den Eindruck, die Völker der Erde machen mittlerweile, was ihnen gerade einfällt. Genfer Konvention. Darf man Gefangene zeigen? Darf man sie nicht zeigen? Jetzt habe ich gelesen in einem Artikel von Frau Professor Dr. Sibylle Tönjes, hast du auch gelesen, Sonntags-FAZ, Überschrift, Soldaten sind Kinder. Untertitel, wenn ein Soldat tot ist, räumt irgendwo eine Mutter ein paar Habseligkeiten weg. Harter Artikel, Rechtssoziologin, Frau Professor Tönjes. Im Grunde die These, Soldaten sind in einem ungünstigen Alter, weil ein 12-Jähriger, schreibt sie, ist im Grunde schon charakterlich gefestigter als ein Soldat, der auf dem Weg ist zwischen Teenager und Mann. Was willst du jetzt damit sagen? Also muss der Soldat weg von der Straße. In diesem Alter. Ja. Ja. So, und da steht drin, die Genfer Konvention erlaubt zum Beispiel nicht, dass mit gezackter Munition geschossen wird, sondern nur mit glatter. Ja, immerhin, ne? Ja, ist es eine Verbesserung? Ich habe noch nie eine Kugel abgekriegt, wahrscheinlich schon. Das sagt sich so leichtfertig. Ja, du sitzt da auf deinem Stuhl, du hast gut reden, ne? Ja, Entschuldigung, ich bin Steuerzahler, ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich bin Europäer, ich bin Deutscher, ich liebe meinen Kanzler, ich liebe unsere amerikanischen Freunde, ich habe nicht mal Schwierigkeiten mit der Bush-Administration. Ich kenne sie gar nicht. Nee. Ich sitze nur da und sehe, aha, wenn ich ab und zu mal Scholatur käme, hätte ich Angst. Aber er kommt in so regelmäßigen Abständen, alles nicht so schlimm. Ja, da man sagt, ja, jetzt ist wieder ein Punkt, wo man sagen kann, da kann man wieder Hoffnung schöpfen. Oder nicht? Ja, das auf jeden Fall, ja. Und natürlich die Kriegsberichterstatter. Liebe Kriegsberichterstatter, es ist schon, es sieht sehr gefährlich aus, wo der steht. Und ich sag's mir ehrlich, meinetwegen müssen die nicht dort bleiben, oder? Man erfährt dann doch mehr, ne? Ja, was denn? Das, was da passiert, oder? Wie der Himmel aussieht und wo die Raketen einschlagen. Die meisten Festangestellten sind schon zurück. Ja. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst. Also der eine, Herr, wie heißt er, Kloss? Ja. Mit der Glatze. Ja. Freelancer vom MDR. Hat sich angeboten und gesagt, ich bin eh da, weil er Kriegsberichterstatter ist. Aber zum Beispiel Jörg Armbruster ist schon nicht mehr da. Nein, der ist nach Jordanien. Ich habe einen Favorit. Aber das, ich möchte Sie nicht bevormunden. Wir werden jetzt mal den großen Test machen, der Kriegsberichterstatter. Ja, machen wir das jetzt? Können wir auch machen, ja. Obwohl, Herr Andrich, ist was aufgefallen, auch im Feuilleton der FAZ dreht man jetzt gepflegt durch. Ja. Ja. Aber auf sympathische Weise und für den Punk-Feinschmecker. So viel Zeit muss noch sein, bevor wir zum großen Kriegsberichterstatter-Test kommen. Ja? Was ist dir aufgefallen im Feuilleton der FAZ? Also vor 2 Wochen am 13. März habe ich mich erst über diesen Artikel gefreut. Da ging es um Robert Benigni mit dem Titel hier oben der Nasenführer. Das könnten wir vielleicht kurz nochmal sagen. Der hat es voll abgekriegt. Ja. Volles Rohr in allen Kritiken. Roberto Benigni, Benigni ist in seinem Film Pinocchio von allen guten Geistern verlassen. Er ist absolut unerträglich. Wir haben das schon immer gesagt. Genau. Ja. Er ist alles nur nicht lustig. Er geht einem nur auf den Sack. Und das hat er mal richtig Und das ist die Bildunterschrift in der FAZ. Du hast uns nichts als Pech gebracht, hast uns nur belogen. Roberto Benigni als Pinocchio nervt noch mehr als Yoko Ono.
Ja! Jetzt gibt es interessanterweise von den Ärzten, das hier ist diese CD, ja, ein Lied namens Yoko Ono. Ja. Und ich kann das ja mal singen, der Text heißt: Du hast mir nichts als Pech gebracht, hast mich nur belogen, du hast mich lächerlich gemacht, mein Konto überzogen, du nervst noch mehr als Yoko Ono, gehst mir ewig auf den Sack und so weiter. Da dachte ich mir, schön, kleine Hommage an die Ärzte. Dann ging es aber heute ganz auffällig weiter. Das ist eine Kritik der Premiere des neuen Pina Bausch-Stück im Barmer Opernhaus in Wuppertal. Und da heißt die Überschrift: Doch ob du mich lieb hast, das weiß ich nicht. Und das ist natürlich auch ein Ärzte-Song. Ja. Den gibt es unter anderem hier auf dieser CD. Und der heißt: Du willst mich küssen. Du willst mich küssen. Doch ob du mich lieb hast, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Jetzt geht es auf der oben Pina Bausch, auf der gleichen Seite geht es unten weiter. Da geht es ums neue Schnütgen-Museum in Köln. Und da ist die Überschrift: Gestern Nacht ist seine Sammlung explodiert. Ja. Das bezieht sich auf den Song der Ärzte: Meine Freundin ist. Also gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Zynisch und menschenverachtend. Ja, was denn? In diesen Tagen eine solche Überschrift zu wählen. Ja, eben. Ja. Absolut, genau. Und dann habe ich aber echt gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und habe mal die letzten Wochen durchgeguckt. Und hier gibt es einen Artikel über eine Berliner Fotoausstellung. Überschrift: Alleine in der Nacht. Also auch ein Ärzte-Song. Dann hier geht es um Zensur. Das ist nur ein Lied über Zensur. Auch Ärzte? Ja, auch Ärzte. Ja. Dann geht's weiter hier mit den Ärzten. Das ist von der Platte, die, oh, eine meiner Lieblingsplatten, die kann ich auch mal zeigen. Le Frisur, das ist ein Themenalbum. Da geht es nur um Frisuren-Hits, um Fukuhilas, um halt, naja, ja, Leute mit Zündschnur. Und ein Song ist, da ist diese Überschrift angelehnt: Sie war ein Augenschmaus. Der ganze Text lautet, Moment: Mein Baby war beim Friseur, jetzt hat sie einen Freund weniger. Sie war bei einem Haarstylisten, ich werde sie wohl nie mehr fisten. Sie war ein Augenschmaus, jetzt sieht sie zum Kotzen aus. Yeah, 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 yeah. Mein Baby war beim Friseur, also auch von den Ärzten. Gut, um das schnell abzuschließen. Ja. Am 12. März und am 7. März zwei Überschriften aus einem und demselben Song. Erst: Kultur erzeugt gegen Kultur, also das heißt im Original: Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Hat man dir das nicht erzählt? Und in dem gleichen Song heißt es auch: Du hast mich angespuckt, geschlagen und getreten. So, dann gibt's hier noch: Die Welt könnte so schön sein ohne dich. Umgetextet von Herrn Barners: Die Welt könnte so schön sein ohne Recht. Da unten haben wir auch noch mal, da ist dieser Mann mit Hut, da steht drunter: Nie wieder Hütchenspiel und keine Schokolade. Alles Ärzte-Songs. Ja, was heißt das? Das ist Feuilleton der du bleibst hier, aber deinen Kopf haut Punks gemacht. Ja, das sind alles Punkrocker. Du kannst gehen. Du bleibst hier, aber deine Kopfhaut kann gehen? Ja, ist so ein Indianersong, genau. Das bezieht sich auf diese Ausstellung. Mit auf, von Herrn Körperwelt. Von Hagen, genau. Ja. Ja. Und das geht endlos so weiter. Er hat ihr nur Adam Smith vorgelesen. Jetzt ist ein Star, der in der Zeitung steht. Und ich wusste nicht, dass er auch Karate kann über eine Ostermeier-Uraufführung. Ja, aber entschuldige mal, das sind doch versteckte Botschaften. Natürlich sind das versteckte. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das soll. Doch nicht, das ist nicht nur Punk. Das ist doch. Mit wem arbeitet denn das Feuilleton der FAZ zusammen? Ich weiß es nicht. Das ist eine absolute. Weiß das Donald Rumsfeld? Also die Ärzte machen jetzt das Feuilleton der FAZ. Oder die drehen komplett durch, ich weiß es nicht. Bei der FAZ? Ja. FAZ, bitte morgen eine Sonderseite. Was ist los? Nur Ärzteüberschriften. Und schon so lange. Genau. Und in diesen Abständen. Das sind doch irgendwie Signale. Erste Mal seit 28. Februar. Ja, das muss man doch irgendwie dechiffriert lesen, oder? Ja. Das muss doch wissen unsere Korrespondenten dazu mehr. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen jetzt schnell diese Korrespondenten testen. Das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren, denn sie haben unterschiedliche Qualitäten. Ich habe einen Favorit, aber ich verrate nicht, wer es ist. Vielleicht verrate ich es im Test. Und zwar haben wir den ersten Korrespondenten vor Ort, der für uns dort durchhält. Wir
haben das verfolgen können von unserem Hotel. Wir haben gesehen, quasi wie die Raketen an uns vorbeigeflogen sind in der Höhe des Hotels. Wir konnten sie fast anfassen, wenn man so will, und dann einschlugen. Das ist Herr? Klos. Herr Klos. Hm? Wir haben verschiedene Faktoren. Frisur, Outfit, ja. Hintergrund, Nerven und Gesamtpunktzahl. Genau. Frisur, geht so. Ja, wir müssen eine Punktzahl vergeben. Ja, von 1 bis 10. Von 1 bis 10, so wie beim Turnen. Ja. Die ist aber eigentlich schon sehr fronttauglich. Es ist so ein bisschen Bruce Willis-artig. Ja, genau. Er ist ja Freelancer. Ja. 8 Punkte? Oh, ein bisschen viel. Zu viel? 4. Ja, okay. Ja. 4 Punkte Frisur. Outfit ist also sozusagen embedded desk. Also nicht richtig embedded. Nee, wenn aber du embedded bist, stehst du ja erregt mit Helm im Panzer und schreist sozusagen, das zweite Rohr ist meins. Ja, ja. Ja? Also da kriegst du dich ja nicht mehr ein, wenn du embedded bist. Das ist ja, dann bleibst du zwar kritisch, fährst aber mit den Soldaten mit. Das ist ja Herr Kloss nicht. Nein. Er hat aber dieses Tuch, das ihn irgendwo auch zu einem der ihren Wüstensturm tauglich macht. Ja, ja. Ja? Das heißt, Outfit 10 Punkte. Absolut. Ja. Hintergrund? Sehr authentisch, eigentlich auch eine 8. Ja. Wechselt auch bei ihm, der Hintergrund. Ja. Ja. 8? Ja. Und Nerven absolut 10. Ah, ganz genau. Ja. Ganz im. Auch wenn es hinten pfeift, neulich habe ich ihn gesehen, dreht er sich um, wurde aber nur ein Auto aufgebrochen. Ja. Hinter ihm habe ich gesehen und hat. Und also er hat diese Hand am Ohr, um das zu wissen, und er bleibt da. Ich sag's nochmal, von uns aus gesehen ist es nicht notwendig. Ja? Nicht nötig, liebe Korrespondenten, dass Sie Ihr Leben riskieren, weil man wüsste wahrscheinlich genauso wenig oder noch ein bisschen wenig mehr, wenn keine Korrespondenten dort sich in Gefahr begeben würden. Aber gut, wir sind keine Korrespondenten, wir können uns kein UNO-Korrespondentenmandat, Sondergenehmigung, Sicherheitsrat, Menschenrechtsvertretungs, Genfer Urteil anlauben. Er ist auch sehr gut, finde ich. Das ist Herr Tilgner vom ZDF. Wenn die Fronten im Süden zusammenbrechen, wenn die US-Truppen sehr schnell vormarschieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig wird für die irakische Führung. Ja, könnte ich mir vorstellen. Frisur? Sehr gut. Besser als die von Klos? Früher Helmut Schmidt. Okay, 5. Ja, 6. Okay, 6. Du hast recht. Outfit? 10 Punkte. Bitte? Ja, neutral. Ja, aber keine Anbiederung. Was willst du denn da bei den anderen? Da kommen auch noch Hammer-Outfits. Ja, wieso? Es können doch mehrere 10 Punkte geben. Okay, also 10 Punkte. Ja, gib ihm 8. Ja, weil Hintergrund ist 10. Guck mal, endlich eine Moschee. Stimmt, das ist noch authentischer. Ja. Könnte aber auch in Duisburg sein. Ja. Ja, das ist natürlich. Ja. So. Hintergrund 9. Ja. 9. Nerven 10. Auch ganz weit drin. Ja. Die nächste ist Antonia Rados. Ganz genau. In Bagdad macht sich das durch eine extreme Nervosität bemerkbar. In der Stadt, die Spannung ist eigentlich auch gestiegen, obwohl die offiziellen Stellen, also das Regime, immer wieder beteuert, dass also dieser Krieg für die Amerikaner und die Briten sehr erfolglos ist. Frisur? 10. 10 mit Stern. Das ist für mich Bagdad, 8.30 Uhr, die Frisur sitzt. Ja. Oder? Das ist absolut. Bow! Pew. Yes! Bingo! Sie war heute minutenlang nicht zu sehen. Ja, weil die Haare vors Gesicht geweht sind. Teilweise wie bei Otto früher in den alten Sketchen. Links als Brett weg, rechts nach weg, so nach vorne wie Leningrad Cowboys. Ja. Aber immer absolut tipptopp. Jeden Tag gewaschen. Ja, also, Entschuldigung. Sie setzt sich auch nicht mal schnell eine Mütze auf oder ein Stirnband oder ein Kopftuch oder dass sie Haare hinten zusammenbindet. Nein, mit dem Haaren im Wind. Sie ist ja persönlicher Gesandte im Grunde des Mahansi unten in Bagdad. Eine Österreicherin. Genau. Eine Österreicherin und toll und kriegserprobt. Aber diese Haare sind der Hammer. Ich muss ehrlich sagen, ich zeppe. Ich gebe es zu, ich zeppe durch die Kanäle, um zu sagen, wo ist Antonia Rados?
wie schaut sie heute aus? Ich sage nicht mehr, in meinem speziellen Kriegsbeobachter-Vokabular sage ich gar nicht mehr Antonia Radas, ich sage die fesche Toni. Boah. Ja. Wo ist denn heute die fesche Toni? Ja, könnt ihr noch mal ein bisschen laufen lassen, ohne Ton. Den Text kennen wir ja, aber ich möchte mal die Haare wehen sehen. Die Haare wehen synchron mit der Palme da hinten. Also 10 mit Stern. Outfit. Im Hintergrund gibt es auch 10, ne? Ja, Outfit. 11 Punkte. Okay, 11 Punkte. Also, naja, also. Sonderpunkt. Schau dir dieses Blüschen an. Ja. Frisch gebügelt. Ein strahlend weißes T-Shirt. Ja? Gestern hat sie ein rosafarbenes Ralph Lauren Polo-Hemd angehabt. Ehrlich? Ja, mit gebügelten Kragen. So sehen ja andere nicht aus, wenn sie, sagen wir mal, LKWs in den Irak fahren oder was weiß ich. Oder auf dem Weg in die Drogenhölle nach Indien das Motorrad dort verkloppen oder so. Früher, nein? Absolut adrett. Wie schafft man das so auszusehen? Gut vorbereitet, professionell, Österreich. Ja. Vielleicht noch bügeln auf dem Zimmer? Ja. Oder der Roomservice funktioniert noch. Der Hotelservice, klar, wird es geben. Ja, ja. Die Hotels scheinen ja noch normal zu funktionieren. Nerven natürlich auch eine 10. Nerven 10, überhaupt keine Frage. So, wen haben wir noch? Herrn Klose von RTL. Ja, Frisur können wir nicht sehen. Mach einen Strich bitte bei der Frisur. Seite verursachen, um so auf der einen Seite zu versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Saddam Hussein. Ein Punkt. Okay. Zu absichtsvoll. US-Armee. Ja. Mit dem Kapperl auf. Ist es auch Ralph Lauren? Oben? Hat der einen Reiter oben drauf? Werden die denn ausgestattet? Man kann ja heute nichts mehr sicher sein. Man kann doch, seit ich diesen Film Wag the Dog gesehen habe, weiß ich doch gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ganz genau, das könnte ja auch ein Studio sein. Oder? Ja. Peter Scholler Tour habe ich 41 Mal gesehen in den letzten 12 Stunden. Und zuletzt beim Grünen Salon, ja, auf NTV. Und da hat Peter Scholler Tour gesagt, er wäre mit seinem Cutter in der Lage, Präsident Bush neben Osama Bin Laden in eine Höhle zu setzen und Allah ist groß rufen zu lassen. Technisch. Klar. Das geht heute. Ja. Technisch. Das Outfit ist insgesamt ein bisschen zu sportlich, oder? Aber er muss sich natürlich auch da viel bewegen in der Wüste, ne? Ja, aber nimmt das nicht ein bisschen was von der Glaubwürdigkeit? Okay, ein Punkt, sagt er. Ein Punkt Outfit, ja. Hintergrund, 3. Hintergrund könnte auch ein normales Champions-League-Spiel ohne deutsche Beteiligung sein. Oder? Ist natürlich im Irak, das zweifle ich an, aber ist nicht sehr spezifisch, oder? In der irakischen Wüste. Ja. Wo ist das? In der irakischen Wüste. Wo? Vor ist es bei Basra? Ist es bei Umukur? Wie heißt dieser Ort? Um Kasra. Ist das im Norden? Was ist eigentlich mit unseren türkischen Freunden? Das habe ich gar nicht richtig mitgegriffen. Sie leisten eine Art humanitäre Hilfe bei den Kurden? Nein, die sind ein bisschen nervös, dass sie jetzt ihren eigenen Staat wollen, wenn Saddam nicht mehr ist. Hat das Auswirkungen auf unsere AWACS-Soldaten? Wenn die da richtig massiv einmarschieren, ja. Friedbert Pflüger, der übrigens anders leidet im Gesicht als Joschka Fischer, das habe ich jetzt am Wochenende festgestellt. Friedbert Pflüger leidet so weinerlich. So, ich sag's doch schon seit 20 Jahren, wie es gehen müsste. Ja? Während Joschka Fischer mehr in sich rein verzweifelt hat. Und Friedbert Pflüger hat gesagt, die AWACS, das ist ein NATO-Unternehmen. Da kann man nicht einfach ein- und aussteigen. Habe ich auch nicht gewusst. Siehst du mal. Wie viele Punkte hier? Hintergrund 3. 3. Nerven 2. Nein. Nerven muss man fairerweise sagen 10. Okay, 10. Ja, weil er hat ja auch noch, er ist ja nicht nur Gefährt, sondern er hat ja auch noch Mahansi im Nacken. Ja, stimmt. Wenn die Berichte nicht kommen und so. Jetzt haben wir noch einen Eingebetteten. Ja. Das Embedded. Zuck oder Tack. Bitte zeigen. Losgeflogen, etwa 6-7 Stunden danach wieder hier eingetroffen. Es sind keine massive Bombeneinsätze, jedenfalls verglichen mit der Feuerkraft auf so einem riesigen... Embedded Correspondent. Ja. Embedded. Er ist eingebettet. Er ist eingebettet. Er ist auch, glaube ich, auf dem Flugzeugträger Kitty Hawk. Aha. Glaube ich. Du weißt, ich bin Flugzeugträger-Fan. Ja, das ist Kitty Hawk, Abraham geil, Lincoln, ja. Theodore Roosevelt. Er sagt immer, ich darf nicht sagen, wo ich bin, ich darf nicht sagen, was ich höre, aber ich bin embedded. Aber er darf natürlich nichts verraten. Frisur? Eigentlich sehr gut, 7. Ja. Outfit?
Auch eigentlich gut, oder? Sehr, neun. Neun, ja. Neun, weil es ist ja noch diese old-fashioned Veteranenjacke. Ja. Ja, und er darf ja nichts sagen. Genau. Er hört zwar, wo er ist, aber darf es nicht sagen. Hintergrund? Hintergrund, 10 Punkte. Ja. Denn ich vermute, es ist das Mittelmeer. Er darf es ja nicht sagen. Oder er steht mit dem Schiff in der irakischen Wüste. Oder auf dem Ararat, wie Noah damals. Oh, ja, ja, wieso? Ja, weiß man doch nicht, das ist doch alles Bibel da unten. Ja, das ist es ja. Ja. Und er darf es ja nicht sagen, er weiß es, aber er darf es nicht sagen. Genau. 6000 Mann auf dem Flugzeugträger, keiner darf es sagen. Und dafür braucht fällt so ein Flugzeugträger eigentlich auf im Mittelmeer? Glaube ich kaum, oder? Das ist aber großes Mittelmeer. Stimmt. Gut, aber er wird ja nicht in der unmittelbaren Nähe von Mallorca sein, oder? Man weiß es nicht, er darf es nicht sagen. Er weiß es, aber es ist embedded. Ja, genau. So. Nerven auf 10. 10. Ich würde sagen 10 mit einem kleinen Stern. Okay. Ja, denn immerhin auf See. Und diese ganze Nacht, dieser Lärm von den startenden und landenden Maschinen. So, das heißt in der Gesamtwertung, das überrascht mich, aber ich muss ehrlich sagen, es ist auch meine private Meinung, die ich natürlich niemanden aufdrängen muss, aber absolut top Frau in diesem Krieg, von dem alle hoffen, dass er schnell zu Ende ist, Antonia Rados von RTL. Ganz genau. Fantastisch. Hier eine Meldung, die sich noch auf unsere Dalli-Dalli-Sendung vom letzten Dienstag bezieht. Ah ja? Ja, und zwar habe ich doch gesagt, Heini Riedmüller, der genau. Bandleader. Und das war meiner Meinung nach auch Heinrich Riedmüller, oder? Der Bandleader bei Dalli-Dalli. Der wäre sonst. Damals ja, und jetzt schreibt mir aber, hallo Harald, die Hausband der Dalli-Dalli-Show war die Jochen Brauer Band. Sie hieß damals noch Jochen Brauer Sextett. Hänschen Rosenthal nannte sie immer mein Orchester der guten Laune. Als ehemaliger Drummer und Freund von Jochen Brauner und deiner Show wollte ich dich über die richtige Band informieren. Gruß, Kurt Heiter. Stefka kannte sich da sehr gut aus und er meinte beide. Also da, es gab ja zwei Phasen dieser Aha. Show. Es gab einmal den einen und einmal den anderen Bandleader. So. Verstehe. Oder es spielt das Jochen Brauer Sextett und Heinrich Riedmüller am Klavier mit dabei? Das kann auch sein. Ich habe mich damals noch nicht so für Bandleader interessiert. Wofür hast du dich damals interessiert? Damals habe ich mich mehr so für Jimi Hendrix oder so interessiert. Ja, und der war ja, glaube ich, nur zweimal bei Dalli Dalli. Ja, genau. Also. Oh. Hier, Kaugummi. Und ich sage es nochmal, Anti-Amerikanismus kann man uns nicht vorwerfen. Nein. Konnte man uns nie vorwerfen. Wir gehen zu McDonald's. Wir gehen zu McDonald's. Wir haben, unsere Sendung ist ein uramerikanisches Format. Ja. Ja? Late Night Show. Wir haben überwiegend, naja, heute haben wir nicht mehr viele amerikanische Gäste. Heute haben wir mehr Deutsche. Eigentlich auch nicht mehr. Mehr Staatenlose. Bitte? Ja, also. Alle Gäste, ja, nicht alle Gäste diese Woche. 3 von 4 Gästen diese Woche sind Deutsche. Ist das nicht ein gefährlicher Sonderweg? Ja, können wir nicht ein paar EU-Gäste zumindest hier haben? Wir haben einen Nicht-EU-Gast und 3 Deutsche. Wer ist denn Nicht-EU-Gast? Ranga Yogeshwar am Donnerstag. Ah, Ranga Yogeshwar. Ist nicht EU-Gast? Ist ein Luxemburger. Ach so. Ach ja, der hat ja mehrere Pässe, ne? Ich weiß es nicht, aber er wird sie alle zeigen. Ja, genau. Und er hat vor allen Dingen einen Grimme-Preis bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Am letzten Freitag. In der Reihe Wissen mit Gold. Genau. Also Goldwissen. Halt, ja. Ja. Und, meine Damen und Herren, wir sollten nicht vergessen, dass es alles mal angefangen hat mit Kaugummi, ja. Coca-Cola und Rasiercreme. Das sind immer diese 3 Sachen, die vom LKW geworfen wurden, was man hört von der älteren Generation, damals, als die Amerikaner uns von den Nazis befreit haben. Genau. So, das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Dankeschön-Wettbewerb. Ja, wer kann die größte Kaugummi-Blase? Du musst aber alle 5 Dinger in den Mund stecken. Was denn, alle 5? Ja, gibt's größere Blasen. Ich kann das überhaupt nicht. Kannst du das? Ich weiß nicht, ob ich alle in den Mund kriege. Ich konnte das nie. Das ist so mehr so ein Straßenkinderspiel, oder? Nimm mal, ich geh mal. Bitte? Muss ich nachmachen. Ich krieg mal gar nicht alle rein. Meine Fresse. Sag bloß nichts gegen amerikanische Kaugummi.
Wäre es ja nicht einfacher, Armin Rohde zeigt seinen nackten Arsch. Ich glaube, drei reichen. Sven meinte, fünf wären toll, aber... Ja, aber ist es denn so, dass je mehr man im Mund hat, man größere Blasen machen kann? Hä? Ein bisschen musst du schon kauen. Ja, wie soll das jetzt gehen? Hm? Ich habe jetzt vier. Wenn die gut durchgekaut sind, sagt der, der bereit ist, kriegt eine Kamera und dann geht's los. Und dann wird am Ende verglichen. Also wie macht man diese Blasen? Na? Hm? Wie macht man diese Blasen? Du formst einen Klumpen vor deiner Zunge, gehst mit der Zungenspitze rein, Zungenspitze wieder raus und dann bläst du vorsichtig da rein in dieses. So? Ich versuch mal, ja? Bitte? Ich versuch mal. Ja, was machst du, wenn du es nicht schaffst? Du musst eine Wette machen. Doch, komm her. So, ich muss irgendwie sagen, wenn ich nicht schaffe, rasiere ich Karl-Heinz Böhm oder so. Wenn ich es nicht schaffe, singe ich noch einen Erdbeersong. Red mal lauter, bitte. Hm? Was? Red mal lauter. Sagen Sie das? Weil, ich mach mal einen, ja? Hm? Oh. Ich konnte das noch nie. Na, trau dich. Hm? Trau dich. Mit der Zunge rein. Hm. Und dann? Ja, und dann? Der Blasen. Du willst nur, dass ich aussehe wie Helmut. Sind die Zeiten nicht so ernst für sowas? Hm? Ein bisschen Spaß muss sein. Versuch du mal, Helmut. Mhm. Ich entwickle so viel Speichel, dass ich das gleich... Ist ja erbärmlich. Ja, es klappt nicht. Ich kann das nicht. No, no, das ist gut. Komm, ja? Helmut, ja. Wer? Helmut, guck mal. Da kommt das ganze Ding mit raus. Also, war gar nicht schlecht. Mach du mal rüber nach. Mhm. Oh, ich hab's. Hey. Ich hab aber nur eins drin. Hier habe ich die drei. Mit einem geht's nämlich leichter. Ja, dann mach mal mit einem. Ja, versuch mal. Haben wir da eine Slow-Mo von gleich? Hm? Das sieht nämlich geil aus. Guck mal, jetzt nochmal machen. Geht. Okay, es klappt nicht. So, wir lassen das jetzt. Das ist doch. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das geschafft, worauf wir jahrelang gewartet haben, nämlich dass die Sendung um 18 Uhr so richtig funktioniert und sind mit enormem Erfolg da gestartet und haben diesen Erfolg jetzt auch gehalten in den ersten Wochen. Aber nicht nur ich alleine, sondern ein ganzes Team in meinem Rücken. Ja. Und ohne das wäre es nicht möglich. Das ist klar. Aber ich meine, andere hatten auch Teams, aber auch im Rücken, aber nicht so in so einem positiven Sinn. Na gut, okay. Vielleicht bin ich auch ordentlich gesponsert worden durch die Sendung, bei der ich vorher mitwirken durfte. Was war das? Das war Alexander Holt. Da waren Sie in Ihrem eigentlichen Beruf als Rechtsanwalt. Ganz genau, ja. Richtig. Und jetzt sind Sie auch Rechtsanwalt in dieser Serie, aber Sie arbeiten mit Detektiven zusammen. Richtig. Das heißt, können Sie mal so eine klassische Situation schildern, die in der Sendung vorkommt? Ein Mandant kommt zu mir und bittet mich, Aufgaben zu übernehmen, die ich selber nicht bewältigen kann, bezüglich derer ich dann ein paar Detektive brauche. Ja. Und die schicke ich dann auf die Straße und die ermittelt für mich. Aber was sind das so für Fälle? Das Klassische, die Frau geht fremd, der Mann geht fremd, die Frau betrügt, der Mann betrügt? Oder? Richtig. Irgendjemand, der keinen Unterhalt bezahlen will oder zu viel Unterhalt bezahlt und den fortan nicht mehr bezahlen möchte. Ja. Oder der Vater, der nicht weiß, ob das Kind wirklich seines ist. Oder die Frau, die einen Begleitschutz bei einem Diamantentransport benötigt, bei dem dann nachher die Diamanten dann doch wieder abhanden gekommen sind und. Arbeiten Sie noch weiter in Ihrem Beruf als Anwalt? Ja.
ohne das wäre das Ganze auch wohl nicht möglich, entsprechend Authentizität rüberzubringen. Ja. Denn ich bin ja nun mal kein Schauspieler. Ja gut, aber ich meine, Sie sind natürlich sehr glaubwürdig, weil Sie halt das gelernt haben. Es könnte auch sein, mit dem Fernsehen läuft so gut, Sie haben die Kanzlei jetzt erstmal stillgelegt. Nee. Das lassen wir mal. Ich werde nach wie vor als Anwalt tätig sein und ich genieße das auch sehr. Immer wieder mal, weil ich bin ja nicht in dieses Business hier reingeboren. Ja. Na, und ich finde es ganz gut, wenn ich dann, ich war heute Morgen zum Beispiel noch bei Gericht, wenn ich mich da noch ein bisschen rumtummeln kann. Worum ging es da bei Gericht heute Morgen? Da ging es um einen Erbrechtsstreit. Aha. Mhm. Wo, in Meersburg? Na, in Konstanz. In Konstanz. In Meersburg ist das Büro. Aha, ufbadische Erbrechtsstreit, oder wie? Ganz genau. Ohne dass man die Leute verrät, aber war das, die Witwe war mit dem Testament nicht einverstanden? Nee, oder ganz wo? Anders. Da war ein Kollege von mir und dieser Kollege hatte sich dann vorab schon mal ein Objekt übertragen lassen und meine Mandanten hatten aufgrund eines Testamentes oder eines Erbvertrages auch einen Anspruch darauf und der Kollege sagt jetzt auf einmal, das Haus ist weg, deshalb gibt es jetzt auch nichts mehr und da waren wir anderer Auffassung und ich denke, das Gericht folgt unserer Auffassung. Ist noch nicht entschieden? Nein, ist noch nicht entschieden. Gibt es beim Erben viel zu beachten, außer dass man sich nur mit Leuten einlassen sollte, die was zu vererben haben? Das ist der erste Punkt, den man einhalten sollte, ist klar. Und ansonsten Gottvertrauen. Ne? Was heißt das, Gottvertrauen? Dass derjenige, der nachher darüber zu urteilen hat, dem Gesetze wohlgesonnen ist. Also nicht Gottvertrauen, sondern Gesetzvertrauen. Gesetz. Naja, klar. Darf ich mal was fragen? Haben Sie den Bart erst seit Sie im Fernsehen sind? Nee. Den habe ich auch schon seit über 20 Jahren. Eine ständige Frage an mich. Ja, naja, weil es natürlich so in gewisser Weise eine Show. Eine alte Liebe zur Literatur. Zur Literatur? Ja. Ich habe vor etwas mehr als 20 Jahren ein Balzac-Museum in Frankreich besucht. Und das hat mir so imponiert. Und nur seitdem habe ich ihn. Das finde ich beeindruckend. Aus Verehrung für Balzac? Ja. Geht die noch weiter? Unter anderem. Lass ich auch nachts an den Stuhl binden und so vom Diener? Nee, und ich habe auch keine Schnurrbartbinde. Nee, alles nicht. Der wird dann morgens sorgfältigst hergerichtet. Ja, ja. Aber es kommt natürlich jetzt Ihrer Fernsehlaufbahn entgegen, oder? Weil es so ein gewisses Markenzeichen ist. Man erkennt mich vielleicht etwas öfters wieder, als normalerweise es der Fall wäre. Ja. Reagieren denn die Mandanten jetzt schon anders auf Sie? Nee, eigentlich nicht. Die wollen mich als Anwalt haben und nicht als Showtypen oder als den Anwalt aus dem Fernsehen, sondern die möchten mich als den Anwalt aus Meersburg haben oder aus Konstanz haben. Ja. Wie ist denn so die Kriminalitätsrate in Meersburg? Oder rund um den Bodensee? Rund um den Bodensee erfreulicherweise ganz gut. Ne? Sonst wäre ich ja arbeitslos. Ja. Ne? Das ist ganz okay. Weil ich arbeite. Ach so, natürlich, muss umdenken. Ja, natürlich. Es wimmelt von Kriminellen. Ja, rund um den Bodensee. Ist gar nicht so schlecht für uns. Auch auf der deutschen Seite oder nur in der Schweiz? Nee, hauptsächlich auf der deutschen Seite. Wirklich? Aber die Schweizer machen ordentlich mit. Also gerade Singen ist ja so ein bisschen so ein Drogenumschlagplatz. Oh, ja. Da sind beide Nationalitäten heftig zugange. Oder drei Nationalitäten. Die Österreicher machen ja auch mit. Ja. Also ist Drogenkriminalität ein Problem? Ja, sicherlich, klar. Durch diese drei Länder verbinden. Ja. Aber nicht nur das. Ne? Wir haben auch noch ein bisschen die üblichen kriminellen Sachen. Ne? Diebstahl, Raub, Erpressung. Also es tut sich da auch was. Wie gesagt, erfreulicherweise. Ja, klar. Erpressung ist mehr so, wenn du mir das nicht sagst, dann sind die da Scheine an. Oder Erpressung ist das? Ja, ganz genau. Haben Sie ein Spezialgebiet als Anwalt? Strafrecht, Erbrecht und Familienrecht. Das sind so die drei Gebiete, die ich bearbeite. Das ist ja eigentlich relativ krisensicher, oder? Familienrecht und Erbrecht. Ja, kann man sagen, ja. Ja. Tut sich immer was. Ist auch Ehevertrag und sowas spielt da auch mit rein? Auf jeden Fall. Ja. Lieblingsgebiet. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Bringt eigentlich so ein Ehevertrag was? Das kommt darauf an, ne? Ob man vertraut oder ob man misstraut. Er kann auch Gegenteiliges bewirken. Ne? Stell dir mal vor, man ist frisch verliebt und sagt der Freundin dann gleich mal, jetzt machen wir erstmal einen Vertrag. Ja. Ich weiß nicht, ob das für die Ehe so zuträglich ist. Wenn allerdings Gesellschaften, also GmbHs oder sowas im Hintergrund ist, dann muss man das meistens machen. Ich habe keinen. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 13 Jahre. Also das ist ja eigentlich so ein, sozusagen über den kritischen Punkt, das verfliegte 7. Jahr und so ich weiter. Ich weiß weg, oder? Nicht, ob das schon ein kritischer Punkt ist. Ich glaube, der kommt immer wieder, wenn man nicht wach ist. Wach. Der kritische Punkt. Was heißt das, Detektive? Oder was, nein, was heißt keine wach? Detektive, dass man mal zuhört. Ach so. Sagt meine Frau immer. Ja. Das ist der wesentliche Punkt, zuhören. Ja gut, das müssen aber alle. Frauen müssen aber auch lernen, dass wir Männer zum Beispiel keinen Sex wollen, wenn wir nur mal kuscheln wollen oder so. Ja? Genau. Also, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir wollen auch mal in den Arm genommen werden. Ja, ne? Das ist klar. Das ist es doch. Oder? Richtig. Ja.
Kann ich nur unterstreichen. Das ist es. Frauen denken immer, wir wollen Sex, wenn wir sagen, nehme ich meinen Arm oder so. Aber jetzt kommt nichts, wir wollen einfach ab und zu auch noch mal ein bisschen Fernsehen gucken, ne? Nee. Ja? Sagen wir nicht. Nein. Hm? Aber wenn Sie... an die warme Schulter. Mit Scheidung oder sowas auch zu tun haben, ja? Was viele Paare machen, ein gemeinsamer Anwalt. Mhm. Ja? Ist das denn empfehlenswert? Es gibt ja nicht den gemeinsamen Anwalt, sondern einer nimmt dann den Anwalt und der andere geht dann mit. Kann man machen, wenn man sich einig ist. Das ist wohl der vernünftigste Weg. Weil manchmal bringen Anwälte auch noch ein bisschen Streit mit rein. Die wecken dann ja ab und zu mal den Geist für das, was man jetzt noch, ich sag's mal, spitz abgreifen kann. Ja. Und dann ist vielleicht der eine Anwalt, der beide fair berät, ganz ordentlich. Wobei mir dann jetzt sicherlich wieder ein paar Kollegen den rügenden Zeigefinger zeigen und sagen, das wollte ich gerade fragen. Wie sieht denn aus? Sie haben doch, glaube ich, Werbeverbot als Anwalt, ja, oder? Ja. Ja. Und sagen da jetzt nicht irgendwelche schmierigen kleinen Winkeladvokaten mit einer kleinen Kanzlei in München oder so, die neidisch sind auf Sie, diese Werbung, also die Sendung ist eigentlich Werbung für Sie als Anwalt? Ja, ist okay, oder? Ich kann da ganz gut mit leben. Schickt man den dann nachts mal ein paar vorbei oder was macht man da als Anwalt? Nee. Das finden wir eine kursche Lösung. Nee, das kriegen wir nicht. Bis jetzt ist noch keiner gekommen. Wir sind ja noch nicht so lange auf Sendung. Ja. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. So ein ganz schlauer vielleicht. Aber juristisch, Detektive, die werden ein bisschen aufpassen müssen. Wie lange läuft Ihr Vertrag jetzt mit Sat.1? Zunächst einmal unbegrenzt. Ne? Ach toll. Das heißt, ja. Was, Sie haben einen unbegrenzten Vertrag? Ja. Sowas gibt's? Sowas gibt's. Bei Sat.1? Ja. Sollten Sie doch wissen. Ja, gut, solange die Quote stimmt, läuft der Vertrag erstmal weiter. Ja, heikles Thema. Ja, aber ich sehe, bei Ihnen stehen die Zeichen da auf große, erfolgreiche Zukunft. Ja, oder? Also wir wollen das machen, ja. Ja. Ich glaube, das bin ich dem Team und das Team mir schuldig, dass wir da jetzt mal weitermachen, da wo wir jetzt angefangen haben. Ja, und wir sind ja gerade erst im Anfang. Ja klar, aber ich meine, der Erfolg spricht für Sie und solange Sie mit der Doppelbelastung als Fernsehanwalt und tatsächlich Anwalt zurechtkommen. Solange mein Sohn mich lässt, ist alles okay. Ja. Ne? Aber ich muss mit ihm immer noch Ritter spielen. Wie alt ist der? 3. Das geht, er kennt sich noch gar nicht im Fernsehen, oder? Nee, Fernsehen interessiert er nicht. Aber wenn er mich sieht, will er Ritter spielen. Und dem muss ich auch noch gerecht werden. Ja, unbedingt. Das heißt, wir haben eine Dreifachbelastung, aber die funktioniert ganz gut im Moment. Ich genieße sie auch. Ja, ich drücke den Daumen, dass es so bleibt. Ja, ansonsten, guter Anwalt kann da helfen. Ach so, sind Sie ja selber. Herr Lenzen, vielen Dank, viel Erfolg. Danke. Danke. Ja, danke, gute Nacht, tschüss.